Guten Morgen, back on deck würde ich sagen. Heute zum Wochenstart haben wir mal ein bisschen das Thema Index auf der Uhr. Wir hatten ja letzten Freitag über die Situation gesprochen. Interessante Verortung beim DAO, deswegen heute den Dau mit auf der Uhr. Dazu noch Gold und bei den Währungen Australdollar dollar und natürlich sehr, sehr gerne auch die Zeit hier am Montagmorgen für den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, das Potpourri ist offen. Raus damit in die Chats auf Facebook beziehungsweise auch auf Zoom. Da sehe ich auch schon die ersten Wünsche rüberkommen. Guten Morgen, traumhaft, das läuft auch auf Zoom. Passt, freue mich drüber. Läuft los. Dow Jones mit Erholungsversuch am Montagmorgen. Das klingt doch schon mal recht verlockend. Wir schauen gleich in die Charts, was hier auf uns wartet. Zuvor der Risikohinweis, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier wie immer geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Hätten wir das? Und damit kommen wir zu den Nachrichten. Heute mal ausnahmsweise schon ein paar auf der Uhr zum Montag. Sonst ist Montag ja meistens relativ mau, aber heute haben wir schon ein bisschen was da. Die Chinesen. Enttäuschend ein bisschen hier das, äh, beziehungsweise der Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Ähm, da hatte ja die Prognose einen leichten Rückgang von 53 auf 52,7 erwartet. Tatsächlich, wir sehen es, die Zahl ist rot, aktuell 51. 5. Aber alles über 50 bedeutet ja noch Wachstum. Und wenn die Chinesen wachsen, könnte das unter Umständen für den deutschen Export auch eine positive Rolle spielen. Aus Deutschland bekommen wir den Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe um kurz vor 10. Die Briten liefern 10.30 Uhr und um 16 Uhr das Thema äh, ISM-Einkaufsmanager Index auch fürs verarbeitende Gewerbe, also aus den USA am Nachmittag wichtig hinzuschauen. Verarbeitendes Gewerbe ist ein sehr sehr wichtiger Faktor und positive Meldungen sollten hier auch ein bisschen beflügeln können. Wir wissen ja, es geht momentan wirklich sehr sehr stark darum, dass die Märkte ein bisschen Beruhigungspille auch bekommen, dass die Händler zurückbekommen, nicht dass wir hier den Abverkauf auch noch weiter nach unten sehen. Das kann passieren. Für die kurzfristigen Trader wäre das natürlich eine gute Chance, die Rückbrüche zu sehen. Aber die long ist halt auch interessant, weil die großen übergeordneten Trends weiterhin nach oben zeigen und die Verortungen, die wir momentan haben, halt recht interessant sind. Und wenn wir da jetzt wieder das Kaufinteresse reinbekommen, das wäre doch mal ein schönes Beispiel dafür, dass diese Linien, diese Unterstützungen tatsächlich weiterhin Bedeutung haben. Und wir dort an diesen Stellen gute Positionierungsmöglichkeiten finden. Das schauen wir uns gleich auch an mit Blick in die Charts. Das heißt, an dieser Stelle schalte ich jetzt gleich mal rauf hier auf den MetaTrader. Ich schalte das Ganze auch für die Zoom-Zuschauerinnen und Zuschauer direkt groß auf den Schirm. Und natürlich machen wir jetzt los hier. Zunächst erstmal mit dem Blick auf den Dow Jones Industrial Average. Aber hier. Nicht in der Stunde, da kommen wir gleich drauf, sondern was wir hier machen ist, wir blicken erst einmal in den Wochenchart rein. Ich habe heute mal wieder den Wochenchart, einfach um mal zu verdeutlichen, wo wir gerade stehen und wir stehen halt gerade an einer sehr, sehr wichtigen Stelle. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier sind wir von unten, März letzten Jahres, angefangen, trendig nach oben zu laufen. Der Trend ist da, ich zeichne den gleich mal kurz ein hier. Da ist er hier, haben wir schön die steigenden Hochs oben drauf, unten die ansteigenden Tiefs. Also alles, was für einen Aufwärtstrend spricht. Und wenn wir uns hier mal die Verordnung anschauen, ich habe das gestern im Research am Sonntag auch geschrieben, wir hatten hier das Vorwochentief unten stehen um die Marke von 29855 Punkten. Da sind wir hier in der Nachtsession kurz drunter gelupft hier in den Kaufbereich um das alte Allzeithoch bei 29.583 Zählern war das gewesen. In die Region sind wir reingelaufen und jetzt fängt der Markt hier ein bisschen an rumzudrehen. Das ist halt jetzt die Frage, wie geht es hier weiter und das ist genau entsprechend der, äh, der, der, der Spannungsbereich, in dem wir uns hier befinden. Das heißt, wir sind verortet in einem Aufwärtstrend, in einem größeren Aufwärtstrend. Wir sind ordentlich in die Korrektur gegangen, wenn wir uns diese Woche hier Vorne mal anschauen, die ist schon heftig, aber auch mit Blick in das große Bild, was wir jetzt hier haben, wird auch eines ähm, sehr, sehr augenscheinlich ganz klar. Schaut euch mal diese Kerze hier an, das ist eine riesengroße Wochenkerze, als die gilt als Außenstab. Das heißt, alles, was hier drinnen läuft, ist reinweg seitwärts getingelt unten ein Boden, oben ein Deckel drauf. Das ist typisch und das ist halt auch typisch in solchen unentschiedenen Märkten, dass man auf der Unterseite, wenn der Markt nicht direkt durchpfeift, erst einmal wieder das Kaufinteresse reinbekommt und wir hier möglicherweise jetzt eine relativ weite Trading Range haben. Das muss man sich anschauen. Das ist fürs kurzfristige Trading durchaus interessant und damit schauen wir jetzt mal in den Tageschart auch rein und da sehen wir nämlich hier, das habe ich gestern auch geschrieben, die Schwäche die hier raufgelaufen ist. Und zwar hier sehen wir schön Schub von unten. Im Oktober ging das Ganze ab nach oben, die Sau durchs Dorf getrieben und dann hier schön leicht trendig nach oben. Immer mal ein paar volatile Tage auch dabei gewesen. Wir wissen es, Wahlkampf äh, in den USA, ähm, das Thema Vaccine und, und, und da hat viel für Bewegung gegeben. Aber wir haben es geschafft, in dieser Phase ein neues Allzeithoch zu schreiben. Hier haben wir aber gesehen, Schwäche kommt rein. Der Markt wollte hier nicht mehr wirklich oben drüber. Und hier, wo dieser rote Pfeil ist, das war eines der wichtigen Umkehrsignale. Danach ist der Markt nach unten gelaufen. Und ich habe jetzt hier mal ein paar gleitende, einfache gleitende Durchschnitte reingelegt. Der blaue ist der 20er, der rote der 50er, der grüne der 200er. Und wir sehen hier oben als nächstes ähm, weitere Punkte, die halt das Thema Schwäche auch mit reinbringen. Das wäre zunächst einmal hier das Unterschreiten der, äh, der 20er-Tagelinie und dann natürlich hier die 30.600 äh, 30 Punkte-Marke. Korrektur leicht höheres hoch gemacht, zack, dann drunter gefetzt. Das ist halt alles etwas, was die Schwäche zeigt. Nur das ist jetzt alles Geschichte. Für uns wird es jetzt natürlich wichtig, was kommt in Zukunft auf uns zu, worauf können wir planen? Und wenn wir uns hier entsprechend den Tageschart mal anschauen wollen, da wäre es zunächst einmal so: im Kurzfristbereich sollten wir hier die Aufwärtsdynamik über dem heutigen Tageshoch, etwas über, wo haben wir es liegen, äh, 30.210 äh, Punkte war das hoch. Wenn wir es schaffen, dort oben drüber zu laufen, wäre mal hier das Thema SMA50, also gleitender Durchschnitt der letzten 50 Tage. Das haben wir hier so liegen im Drehbereich 3330 bis 3350 in diesem Drehlevel rum. Das wäre das Erste. Und das Zweite, was wir da haben, ist hier oben dieser Verkaufsbereich, dieser Widerstandsbereich um die Marke von 30.600. Wenn wir es da tatsächlich drüber schaffen, dann können wir uns weiter nach oben hin orientieren, etwas um die 30.800 so eine Punkte Marke hier verläuft ja mal der kurzfristigere SMA20 und charttechnisch schauen wir uns das Ganze gleich mal noch im Stundentrend an, weil hier ist natürlich auch ein Trend vorhanden zur Unterseite hin. Ich kann dir mal kurz einzeichnen, hier schaut mal, da ist er da, hier haben wir den Trend nach unten am Laufen, das ist das, was wir in der Stunde sehen, das schauen wir uns gleich näher an. Zunächst allerdings erst noch einmal die Frage, was passiert denn, wenn wir tatsächlich es nicht schaffen, oben drüber zu laufen, dann müssen wir uns nämlich mit der Unterseite beschäftigen. und da haben wir halt hier den Supportbereich so grob um die Marke 29580 bis 29600 Punkte. Das ist quasi diese blaue, äh, diese grüne, dieser grüne Balken hier, das sehen wir, der hat hier drüben schon sehr sehr oft Erfahrung gehabt und wir haben hier auch immer Kaufinteresse reinbekommen. Sollte das Ganze nicht stattfinden, dann hier Thema Zwischentiefs. Wir haben es hier unten drinnen angelupft um die Marke von 29420 22 hier dieser Bereich und dann die Swinglos aus dem was sich hier trendig nach oben entwickelt hat und da hätten wir nach unten liegen die 29165 und dann hier dieser große Schwungbereich, als wir hier auf die neuen Hochs ausgebrochen sind, das Thema 29.000-Punkte-Marke. Psychologisch sehr, sehr wichtig, dieses Level. Wir werden sehen, wo es reingeht. Auf alle Fälle hat der Markt das Potenzial, die Korrektur auch noch deutlich tiefer entsprechend auszuwerten. 10, 15 Prozent sind ja relativ normale Bereiche, wenn man eine ordentliche Korrektur hat. Wir werden sehen, wo es hinläuft, wie es ausschaut. Auf alle Fälle ein schönes Spannungsmoment und deswegen für das kurzfristige Intraday-Trading. Schauen wir auch mal noch ein paar Marker an. Und da sehen wir, wir sind gerade jetzt an einer sehr, sehr wichtigen Stelle verortet. Warte, ich mache mal ganz kurz hier ähm, die ganzen Indikatoren raus. Die brauchen wir jetzt hier nicht. Indikatoren, so, da haben wir sie einmal löschen. Zack, raus damit. So, wir brauchen die jetzt nämlich für die Trendbetrachtung, diese Indikatoren nicht. Für uns ist jetzt eins wichtig, was macht hier der Markt? Und wenn wir uns hier mal kurz den höheren Zeitrahmen anschauen, da sehen wir es, der Abwärtstrend ist halt einfach da, aber das wäre jetzt doch ein bisschen zu einfach, um zu sagen, hey, guys, wir sind im Abwärtstrend, wir prügeln den Markt jetzt nach unten. Nee, 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 wir haben schon noch ein paar andere Level da, und zwar... Ein entscheidender Punkt, ein entscheidendes Merkmal ist einmal erst einmal dieses Level hier. Ich mache das mal kurz in Grün, weil das Level, in dem wir uns gerade befinden, wo der Markt gerade versucht nach oben auszubrechen, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Level, denn schaut mal hier, das ist der Trendfortsetzungsbereich. Das Level, was wir hier haben, Moment, ich ziehe es mal ganz kurz hoch hier rein, dieser Bereich in etwa knapp die Marke von äh, 30.050 Punkten. Das ist der Bereich, in dem sich dieser Abwärtstrend, dieser große hier nach unten fortgesetzt hat. Das ist Nummer eins. Der ist erstmal überwunden und das ist eine sehr, sehr positive Nachricht für die Longseite. Ja? Das Zweite, was wir hier drinnen haben, jetzt nehme ich mal ganz kurz das Zeichentool wieder zur Hand, ist die Tatsache, dass wir in diesem Trendverlauf auch einen Bewegungsarm haben, der trendig verläuft. Das heißt hier, schaut es euch an, Bewegung, Korrektur. Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier einen Markt, der nach oben läuft und diesen Bereich hier vom letzten Hoch gerade attackiert hat. Das heißt, ganz grob. Die Marke von 30.220 schafft der Markt dort auch drüber. Wäre das sehr, sehr positiv, denn das würde dann, wenn wir uns dieses Level auch mal ganz kurz anschauen, das, wo wir gerade hier verortet sind, ist ja genau auch das Ausbruchslevel hier eines der Ausbruchslevel beziehungsweise Zwischenhoch von diesem Bewegungsarm auf der Stunde. Auch das wichtig wird das rausgenommen, ist das das positive, das nächste positive Signal. An dieser Stelle. Und dann ist der Weg halt frei auf der grünen Seite nach oben hin. Und zwar erst einmal hier oben rein in das, was ich gerade gesagt habe. Also 30.590 bis 30.630. Dieser große Schwungbereich. Der ist dann tatsächlich offen, der Weg dorthin dann frei. Das ist hochinteressant. Und wenn diese Level rausgenommen werden, dann sehen wir halt auch auf der Oberseite, das ist jetzt für das Thema Swing, ne, ganz, ganz wichtig, die Marke oben drauf, hier die Anlaufpunkte, die wir dort oben dann haben, ungefähr 30.540 bis 50. Das wäre mal ein Level, was dann da wäre. Und wenn sich die Bullen dann wirklich deutlich durchsetzen, dann haben wir halt hier oben die 30.600-Punkte-Marke schon mit drinnen. Und wenn wir die auch rauswuppen. Schaut mal, wir haben hier oben ein paar richtig schöne Swing Highs liegen und die sind gute planbare Anlaufpunkte für die Longseite. Da kann also einiges kommen, wenn sich das ganze fortsetzt diese Kuh muss aber erst vom Eis, ja? Und solange wie diese Kuh nicht vom Eis ist, haben wir einfach die Problematik, dass übergeordnet im Kurzfristbereich halt der Abgabedruck nach unten hin da ist und das ist halt das wichtige dazu zählt, es jetzt tatsächlich, dass der Markt wirklich erstmal nach oben treiben muss, mindestens mal einen ordentlichen Aufwärtstrend zu machen, ja? Also das, was wir jetzt hier haben, ist mehr oder weniger erstmal eine Aufwärtsbewegung. Wir haben noch eine Viertelstunde, bis hier die europäischen Händler erstmal so richtig äh, an die Desk zurückkehren. Wir müssen sehen, wenn es aber einen schönen Aufwärtstrend gibt, haben wir schon mal das positive Signal. Prallen wir aber von irgendeiner dieser Linien ab, weil dem Markt wieder irgendetwas nicht schmeckt, dann haben wir jetzt hier lediglich eine korrektive Flagge hier in dem Raum mitlaufen. Und das ist eher in der aktuellen Verordnung ein bärisches Zeichen. Und der Ausbruch zur Unterseite bringt dann relativ schnell hier unten das Zwischentief von heute mit ins Spiel. Die Marke um die... Moment, jetzt muss ich selber erstmal kurz schauen. Die Marke um die 29.659 Zähler hier unten. Das ist der wichtige Punkt. Wenn es da dann drunter geht, ist der Weg nach unten geebnet. Also hier sehr, sehr schöner Spannungsbereich. Mit dem Montagmorgen haben wir auf alle Fälle mal einen Erholungsversuch mit viel Potenzial zur Oberseite, aber auch das Risiko, nach unten abzuschnöpfen. Und damit haben die kurzfristigen Trader halt wieder alle Chancen auf ihrer Seite. Das heißt, wenn wir hier hochgehen und dann innerhalb des Kontexts hier der übergeordneten Abwärtsrichtung wieder nach unten schieben, dann zunächst erstmal kurzfristig wenigstens unten rein, bis Richtung Tagestief zu laufen. Und dann wird sich entscheiden, bekommen wir irgendwann ein neues höheres Tief und dann. Nach oben durchzustarten oder schiebt es den Markt komplett nach unten. Spannung haben wir hier auf alle Fälle. Und damit wechseln wir äh, zu den Währungen und dann geht es zu den Rohstoffen bzw. Edelmetallen. Gold hatte ich ja schon avisiert. Silber geht schön hoch. Da schauen wir auch gleich mal mit drauf. Äh, zum Gold, das passt. Ähm, hier kriegen wir auch im, äh, im, Roche, äh, im, im Facebook die Frage nach äh, Gold. Ähm, dann haben wir noch Australdollar, US-Dollar und äh, britisches Pfund. Klar gehe ich gerne drauf mit ein. Freut mich hier, die Fragen immer mehr zu sehen. Das macht das Ganze auch schön abwechslungsreich und das zeigt mir auch, dass unsere Community hier schön am um, mit ja, überlegen und traden ist. Und das ist ja das Gute. Also zunächst erstmal der Währungsblick US-Dollar, ne, US kanadischer Dollar. Da ist er, zack, zack, hier an dieser Stelle. Da sind wir momentan hier im Stundenchart schön auf der Unterseite. Hier sehen wir ein schönes, ähm, eine schöne Umkehrsituation zur Unterseite rein. Schauen wir uns das Ganze mal eben noch auf Tagesbasis an. Da sieht man, warum ich gerade sage, das ist gut zu sehen, dass der Markt hier nach unten möchte fürs kurzfristige Trading, denn Innerhalb dieses Marktes, Moment, ich nehme mal hier ein paar Marker einfach raus aus dem Level hier. Zack, zack, raus hier mit dem ganzen. So, pass auf, folgendermaßen, was ist hier passiert? Wir sind zwar zunächst erstmal äh, mit dieser Aufwärtsbewegung hier, mit diesem dynamischen Schub nach oben, über einen der wichtigen Widerstandslevel gelaufen. Und hier zwar ist das die Marke von 1,28, 2,25, dieses Level hier oben in etwa. Da sind wir jetzt deutlich drüber gelaufen. Aber wenn man sich den ganzen Chart mal anschaut, wir sind hier langfristig in einem Abwärtstrend. Ähm, und äh, dieser, dieser Bereich, den wir hier haben, äh, ist halt jetzt... Angelupft wurden, aber wir kommen direkt wieder runter. Das heißt, das schaut eher nach einer direkten Umkehrformation aus. Und wenn wir uns hier mal den Wochenchart kurz anschauen wollen, dann sieht man gut, was ich meine. Im Langfristbild haben wir fallende Hochs und fallende Tiefs. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, wir haben nach unten hin halt auch noch ein bisschen Potenzial liegen, wo hier Linien liegen, die durchaus anlaufbar sind. Das heißt, das Level. Was wir jetzt, wenn es hier zur Trendfortsetzung kommt, also man unter grob die Marke von äh, 1,25,85 drunter fällt, dann ist der Weg halt nach unten frei. Und da ist halt viel, viel Luft hier unten, das nächste Auffanglevel etwas um die 1,22,50 rum. Da ist viel, viel Platz zur Unterseite da. Und das ist das, was man durchaus äh, hier aktuell mitnehmen äh, kann zum Traden. Denn wir haben das Potenzial zur Unterseite ja da. Und der Tag zeigt uns hier oben ja schon die Umkehrsituation. Und das schauen wir uns mal eben kurz im Vier-Stunden-Trend mit an. Denn da sehen wir sehr, sehr schön zunächst der Schub nach oben, aber jetzt der Gegentrend auf der 4-Stunden-Basis. Und wenn dieser Trend sich nach unten hin tatsächlich fortsetzt, dann haben wir halt tatsächlich die Situation der Umkehr da, also der bestätigten Umkehr auch. Wir haben ja jetzt hier schon mal den Abwärtstrend da. Und wenn wir uns das mal eben anschauen wollen, hier an dieser Stelle der Abwärtstrend, der hier entsprechend da ist, hier erste initiale Bewegung nach unten, dann die Korrektur. Klar und sauber gezeichnet ein tieferes Hoch und dann das erste tiefere Tief hier an dieser Stelle. Und jetzt haben wir hier schon wieder die Korrektur nach oben gesehen und jetzt dreht der Markt runter. Und hier ist das Ganze so wichtig, wenn wir es schaffen, unten drunter durchzurutschen. Also hier im Sinne der übergeordneten Abwärtsdynamik kommt es halt zur Trendfortsetzung. Und dann haben wir auf der Unterseite auch ein paar schöne Anlauflevel, die wir mit planen können. Das wäre zunächst erstmal hier dieser leichte Doppelboden um die Marke von 1,26, 87 bis 90 und dann hier unten das Zwischentief bei 1. Jetzt muss ich mal selber schauen, wo haben wir es hier unten gehabt. 1,25 ähm, knapp 90, das ist das hier unten. Das haben wir da und das können wir schön zur Unterseite hin erst Erst einmal traden, äh, die Unterseite mitnehmen, um das ganze Umkehrmuster zu sehen. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Und diejenigen, die sich diesen Vier-Stunden-Trend als Richtungsgeber nehmen, können schön in den 15 Minuten sehen, wo es hier und wann es hier nach unten weitergeht. Und da sehen wir momentan, dass das kleine Zwischentief, was hier gerade gebaut wurde oder gebaut wird, hier dieser kleine leichte untergeordnete Supportbereich, ähm, dass der durchaus eine gewisse Relevanz hat, denn das war das kleine Zwischentief hier drüben in diesem Aufwärtstrend, den wir da haben. Und wenn diese Marke kurzfristig tatsächlich rausgenommen wird, dann ist halt relativ schnell ersichtlich, wo die Reise hingeht. Nämlich erst einmal hier unten im kleinsten zu diesem Zwischentief hier, knapp um die Marke 12738. Äh, Und dann ist der Weg nach unten deutlich weiter offen. Und das ist das Interessante hier. Auf dieser Basis kommt es hier direkt zur Fortsetzung. Wäre das das Zeichen, dass der Markt tatsächlich die Schwäche spielt. Und wir sehen halt auch hier, schaut es euch mal an, einmal ein Top da oben gehabt. Und dann ein zweites auf ähnlichem Niveau an dieser Stelle. Und das sind immer so Zeichen, dass der Markt wirklich schwach wird. Und wenn man mal schaut, wo das Ganze auch herkommt, dann kann man auch sehr, sehr schön sehen, hier, das ist ein Bereich, der war erst einmal so ein bisschen Unterstützung, wird jetzt aber wieder abverkauft im kleinsten Bereich. Und das sehen wir halt. Das ist eher Schwäche und hier sehen wir auch eines und zwar das, was ich hier angezeigt habe, das ist der Bereich der vier Stunden und wenn wir sehen, das Ganze dreht hier rum, dann haben wir halt hier die Konstellation der Fortsetzung zur Unterseite und dann setzt sich hier unten halt auch der vier Stunden Trend fort und das rechtfertigt dann die Planung weiter zur Unterseite hin und wenn wir uns den 4 Stunden Trend hier mal anschauen wollen, hier unten kommt erstmal eine ganze Weile nichts, also hier unter dem Tief um die Marke von 1,25 knapp 90 und da gehen wir noch mal kurz zurück in den Tageschart, weil da nämlich dort unten so wenig kommt, ist halt der Weg auch sehr sehr frei zur Unterseite hin und deswegen können wir von hier oben viel Luft nach unten zum traden mitnehmen, um das ganze schön positiv in die Performance mit einzubringen. Das ist der Blick in das Thema Canadian Dollar. Wir bleiben mal kurz noch nach den, bei den Währungen. Austral Dollar, US Dollar und das Cable. Und dann gehen wir entsprechend zu den Rohstoffen. Also, nächster Punkt, nächster Wert. Austral Dollar, ähm, US Dollar. Hier ist er. Australian Dollar. Im kleinen Bereich haben wir ihn hier. Er dreht schön nach unten um. Macht übrigens hier, wir sehen es in den 15 Minuten gerade auch eine schöne Umkehr, sage ich mal, Formation. Auf Tagesbasis sehen wir hier oben, der Markt prallt komplett von oben ab. Sorry für die vielen vielen Linien hier, aber wenn wir uns das mal anschauen wollen, ich gehe mal kurz in die Woche rein, der Markt ist hier lange lange Zeit schön nach oben getrendet von unten raus auf auf der Woche und hier oben sind wir wirklich, ich habe es ja eingezeichnet, aus der hohen Konsolidierung komplett nach unten abgeprallt und jetzt ist es halt wichtig zu sehen was hier passiert, und da ist eine sehr, sehr interessante Marke zu sehen, nämlich das Vorwochentief hier unten ganz grob um die Marke 0,75,90. Wenn wir da drunter fallen, setzt sich das Ganze fort, und wir sehen ja hier, wo die Anlaufmarker sind. Das nächste, was hier an dieser Stelle kommt, was wir weit nach unten haben oder ein Stückchen weit nach unten, wäre mal. Dieses Ausbruchslevel hier um die 0,74, ähm, 11, 10, 11 in etwa. Das wäre wichtig, beziehungsweise hier die 0,74, 60 in etwa. Das sind Marker, die wir unten drinnen liegen haben. Wenn es jetzt zur Unterseite losgeht, mit Potenzial auf die Korrektur. Im Kurzfristbereich allerdings, und das ist hier in meinen Augen kurzfristig das viel, viel Interessantere, ähm, sehen wir hier die Abprallbewegung auch da. Wir sehen hier, dass der Markt versucht hat, nach oben zu laufen, aber... In diesem sehr, sehr wichtigen Level, wartet mal jetzt, jetzt, muss ich mal ganz kurz hier ein paar Linien rauslöschen. Das wird mir hier zu unübersichtlich. Wir sehen ja hier gar nichts mehr. So, also, worauf kommt es jetzt an? Jetzt kommt es drauf an. Hier oben, dieses Level, dieses Schwunglevel, was wir hier gehabt haben, um die Marke von ungefähr 0,77 sehen wir. Das war hier ein wichtiger Drehbereich. Da sind wir zunächst immer wieder raufgekommen. Jetzt gab es hier den Paradigmenwechsel. Runter, getestet, runter, getestet, runter, getestet, runter. Das ist also ein Widerstandsbereich. Und jetzt wird es halt hochinteressant. Das Thema, was wir hier nämlich haben, die Verordnung an dieser Stelle, die zeigt uns gerade das Abverkaufssignal. Ich skizziere es ganz kurz, warum ich auf dieses Ab- Umkehrsignal momentan wert lege. Das ist nämlich die Tatsache, hier zeigt uns der Markt tatsächlich momentan an, der Weg des leichteren Widerstands, der geht eher nach unten. Und zwar schaut euch das mal an. Der kleine Trend, den wir hier haben, das war Korrektur. Jetzt sind wir hier mit einer starken Bewegung runtergegangen und jetzt korrigiert der Markt hier etwas nach oben. Und allerdings in der Korrektur bekommen wir jetzt das erste Anzeichen, dass der Markt möglicherweise wieder runter will. Und hier haben wir halt so eine schöne Flaggenformation. Und wenn da der Ausbruch zeigt, Unterseite kommt, wäre das genau das Signal, was wir brauchen, um nach unten zu laufen. Und das schauen wir uns jetzt mal im 15-Minuten-Chart an. Ich muss die Linien hier mal ein bisschen anpassen. Also schaut mal, das ist das, was wir brauchen. Das ist dieser kleine Aufwärtstrendkanal, die korrektive Phase. Hier sehen wir, wie der Markt sich leicht nach oben geschlängelt hat. Und jetzt sind wir hier schon unter das kleine Zwischentief drunter gelaufen, also hier unter das Tief, unter die knapp 07648. Und wenn sich jetzt hier der Abwärtstrend bildet, haben wir nicht nur den Bruch, den Ausbruch hier aus diesem Trend, sondern wir haben einen Trend, der sich nach unten ausformt. Und der hat dann erst einmal wenigstens Luft bis unten rein zum Zwischentief, also hier. Und wenn auch das rausgenommen wird, dann sehen wir halt sehr, sehr schön, wie sich hier im größeren Bereich der Abwärtstrend bildet und dann läuft alles wieder Hand in Hand zur Unterseite. Also, das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen hier. Also, das Zwischentief unten müssen wir rausnehmen hier. Das haben wir hier unten und dann. Den Trend nach unten machen. Und das ist dann genau die Umkehr zur Unterseite, zur shortseite Korrekturausdehnung kann es natürlich auch geben. Da wird die Oberseite interessant. Das heißt, wenn das jetzt hier nur so ein bisschen geplänkel wird an der Unterseite und der Markt dann doch wieder hochgeht, haben wir noch ein bisschen was zwischen hoch hier, die zweiundsechzig in etwa. Und dann haben wir noch hier. Natürlich die oberen Anlaufbereiche. Also wenn es hier deutlich wieder nach oben geht, dann muss man dieses Shortbild überdenken. Aber hier ist aktuell halt ein wichtiges Entscheidungslevel. Und das ist in meinen Augen relativ spannend hier zu sehen. Danke für die Frage. So, dann gehen wir noch zum Kabel. Britisches Pfund US-Dollar. Das hatten wir ja auch schon immer mal. Hier hatten wir auch mal das Thema des Keils. Der Markt, der kämpft so ziemlich um diese, um diese Formation oben drinnen an dieser Stelle. Also das heißt, wenn ich das nochmal etwas kleiner zusammenraffe hier, da oben, Moment, da muss ich mal ganz kurz in den Wochenchart gehen, das wird zu klein hier. Dieses Level, was wir dort oben liegen haben, ähm, ist schon ein sehr, sehr wichtiges. Wo ist es hier? Das nehme ich hier die Marke um die 1,37 ist dieses Verkaufslevel. Und das ist das, wo wir momentan hier oben so ein bisschen noch drinnen hängen. Und dieses Level ist jetzt halt sehr, sehr interessant zum genau hinschauen, was hier passiert. Ich nehme mal ganz kurz diese Kai-Formation hier oben raus ähm, und schaue mal hier kurz auf das Bild, was wir hier haben. Ähm, kurz- und mittelfristig ist das Ganze ja anders. Wir sehen hier momentan im Cable einen Markt. Der weit hier oben kämpft mit diesem Widerstandsbereich. Und hier gibt es jetzt halt tatsächlich auch wieder oder besser gesagt immer noch die Situation, dass wir durchaus jederzeit nach unten ausbrechen können. Das heißt, wir sehen jetzt hier an dieser Stelle oben immer wieder Abverkäufe. Und jetzt kommt allerdings das Aber. Ich hatte ja diese Keilformation eingezeichnet und wir hatten hier mehrfache Versuche, den Keil nach unten zu verlassen. Und all diese Versuche haben in einem gemündet, immer in Käufen. Und jetzt ist halt hier die Tatsache, dass wir mittlerweile, wenn man sich das Bild mal in der kurzfristigeren Zeit anschaut, hier die Situation haben: oben noch der Deckel, ganz grob um die 1,37,50 und unten ansteigende Tiefs. Und das Ganze verortet in dieser Aufwärtstrendphase. Da sehen wir halt, dass das Thema Keilformation momentan vom Markt eher weniger gespielt wird, sondern wir sehen, die Käufer sind einfach oder die Verkäufer sind nicht gewillt, hier nach oben rauf zu gehen. Also von oben her aufzugeben. Heißt also, das muss natürlich mit einer, sag ich mal, wichtige Beachtung finden, gerade im kurzfristigen Bereich, dass der Chart jetzt halt immer wieder die Oberseite sucht und alle Abverkäufe zur Unterseite wieder aufgekauft wurden. Das ist eher ein Zeichen der. Der Stärke und wenn wir uns hier noch mal ganz kurz eben äh, auf, auf, auf Finwitz äh, den, äh, den US-Dollar anschauen, also den Index, äh, den Future sozusagen, den, ach herrlich sieht das schön aus hier, alles schön grün. Ähm, wenn wir uns hier noch mal ganz kurz anschauen wollen, äh, den US-Dollar, dann sehen wir halt, dass der US-Dollar momentan hier oben ähm, nicht so richtig äh, in die, in die Pushen kommt. Das heißt, hier an dieser Stelle. Ist ein Level um die, naja, ich sag mal mal so, knapp unter der 91 Dollar Marke, wo der Markt eher anfängt zu schwächeln. Und wenn sich diese Schwäche nach unten hin aus. Arbeiten lässt, also nach unten wieder die alte Trendrichtung ähm, annimmt, dann hätten wir gute Chancen hier zur Oberseite auszubrechen. Und das ist dann wieder das Long-Szenario, wo wir dann hier eine lange Konsolidierung im Widerstandsbereich gesehen haben. Alle Short-Muster wurden nicht äh, getriggert, sondern einfach nur angestoßen und dann wieder aufgekauft. Ein Zeichen von Stärke. Und wenn wir das nach oben rausnehmen, dann können wir uns zur Oberseite hin orientieren. Und da gehen wir hier nochmal kurz in die Woche rein. Und da sehen wir, der nächste Anlaufpunkt wäre dann hier, morgen Moment, jetzt muss ich das mal hochpacken. Hier oben in diesem Bereich, Moment, hier also ganz klar, zwischendrin natürlich die 1,38,80. Moment, das hat man hier aus der Woche. Muss ich mal ganz kurz kleiner scrollen. Hier oben. Das wäre hier dieses Moment, wo haben wir es hier, dieses kleine Abverkaufslevel hier, sieht man im Tageschart ein bisschen schlecht. Das wäre mal so der erste Anlaufpunkt. Hier. Da gab es halt so ein bisschen was. Das heißt, das ist der erste Anlaufpunkt zur Oberseite. Und wenn wir dann deutliche Stärke reinbekommen und der Dollar wieder schwächer wird, nachhaltig schwächer, dann natürlich hier das oben, das Bild um die 1,43, ein paar in die 30. Das ist das, was oben reinläuft. Und wo wir gerade beim Thema der Dollarschwäche sind, sind wir wieder bei einem Bild, was wir schon oft gesehen haben. Ein schwächerer Dollar treibt die Rohstoffpreise nach oben. Und das sehen wir momentan sehr, sehr schön beim Gold und auch beim Silber und im Gold. Wenn wir uns den Tageschart vom Gold mal anschauen, ähm, dann sehen wir hier eine, ja, sage ich mal, Situation, wo wir sehen, der Markt hat doch nicht so richtig die Richtung gefunden, weiterhin nicht die Richtung gefunden. Und wir sehen halt hier äh, das Ganze mal im kleineren Zeitrahmen. Schaut es euch an, hier. Der Markt tatsächlich nach oben. Wir haben es gesehen am Freitag. Das Hoch wurde natürlich komplett wieder abverkauft. Das ist wieder typisch für solche Märkte. Aber rein aus technischer Sicht ist jetzt hier ein kleiner Aufwärtstrend gebildet worden, der diese Abwärtsdynamik und diesen Abwärtstrend aus technischer Sicht nicht nur einmal rausgenommen hat, sondern jetzt auch trendig überschritten hat. Und das ist jetzt interessant. Kommt es hier zur nachhaltigen Umkehr? Das heißt, geht der Markt hier drüber und auch hier oben über dieses Top etwas oder über den Daumen? die 1875 US-Dollar-Marke, dann haben wir Chancen zum nächsten Anstieg hier Richtung 1900. Das ist hier dieses Verkaufslevel hier, als der Markt jetzt so deutlich rumgedreht hat. Das wäre mal der nächste Anlaufbereich. Eine weitere Ausdehnung, soweit will ich jetzt aber gar nicht vorausblicken. Aber wir haben halt hier oben dann die 1960 als größeres auf der lagen. Aber wir sehen es halt untergeordnet. Ist es momentan echt interessant und wir sehen es hier im kleineren Bereich hier. Der Markt trendet schon wieder nach oben und dann haben wir hier im 4-Stunden-Chart jetzt eine Konsolidierung leicht auf relativ hohem Niveau hier über diesem letzten Verkaufslevel hier. Ich sag mal, die Marke von ungefähr 1865, 66 hier oben. Wenn das rausgenommen wird, das wäre ein guter Marke, erst einmal hier Richtung Vorwochen hoch zu gehen, um danach sich zu entscheiden, geht es deutlich hoch? Oder nach unten 1900 Hammer auf der Oberseite. Auf alle Fälle aus charttechnischer Sicht mal auf der Uhr als nächstes Level, wenn es tatsächlich nach oben gehen sollte. Das ist der Blick in Gold. Und wo wir beim Gold sind, gehen wir gleich auf die Schwester. Tja, und da sehen wir mal wieder momentan die Outperformance. Vom Silber. Silber sieht natürlich vom Chart ja ganz, ganz, ganz anders aus als das Gold. Wir sind hier extrem dynamisch auf der Oberseite ähm, unterwegs. Bitte nicht nach Gründen fragen, die kenne ich nicht. Äh, ich sehe jetzt hier einfach nur diesen massiven Kaufschub hier. Und wir sehen es im Silber, wenn wir uns mal kurz den Monatschart anschauen wollen. Ich gehe jetzt mal mit Absicht in den Monatschart rein, dass dieses Level, in dem wir uns gerade befinden, hier so zwischen 28, äh, 90 und 29, dass das hier drüben ein Level ist. Was durchaus Beachtung gefunden hat. Und wenn der Markt dieses Level komplett rausnimmt, dann ebnet sich der Weg erstmal nach oben hin. Und dann ist es nicht ungewöhnlich, dass wir so eine starke Dynamik sehen und wir uns weiter nach oben orientieren. Und das nächste Monatshoch, das liegt hier drüben in dem Bereich um die Marke von 32,15. Und da sieht man mal, wie viel Luft hier noch da ist und welche Dynamik sich hier entwickeln kann. Und das ist hervorragend, sehr, sehr speziell zur Oberseite. Also da könnte ordentlich Dynamik nach oben weiter aufgeladen werden, zumal wir ja hier jetzt entsprechend wichtige Verkaufbereiche rausnehmen. Wir stehen jetzt hier, wo muss man das sehen, auf einem 12-Monatshoch oder wir sind auf dem Weg zu einem 12-Monats-Hoch. Ähm, das ist durchaus interessant. Das bekommen schon viele Trader mit. Und wenn man sich dieses Bild mal anschaut, dann sieht man im größeren Verlauf halt jetzt auch, dass man hier einen Aufwärtstrend hat, der wirklich getriggert worden ist und den es schön nach oben schiebt. Und das ist die hohe Dynamik, die wir hier haben. Und wenn wir uns hier mal dem Chart kurz bemühen wollen, klassische Chart, Trendtechnik mal machen und uns sagen, okay, wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen, hier die erste dynamische, trendige Aufwärtsbewegung, dann eine Korrektur, die diesen kleinen Trend gebrochen hat und dann die Aufwärtsbewegung und einfach mal ausmessen, was wir denn hier in, dem Korrekt in der korrektiven Phase gehabt haben. Ja, das ist in etwa der Bereich hier, und das mal oben dran setzen wollen. Moment, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das Ding treffe. Hier <laughs> Das einfach mal oben drauf nehme, dann sehen wir halt, wo wir hinlaufen können. Und dann sind wir schon bei 32 Dollar. Also da ist einiges an Potenzial da. Und kurzfristig wird es jetzt interessant, was passiert hier oben. An diesem Hoch weitere Stärke kommen dort weitere Trader in den Markt rein, dann wäre das ein sehr, sehr bullisches Zeichen, dass wir wirklich erstmal hier die 30 Dollar aus dem Markt rausnehmen und dann die 31 bzw. 32 mit ins Visier nehmen. Das ist definitiv auf der Uhr und das ist halt hochinteressant, wenn wir Silber sehen, wenn Silber jetzt vielleicht dynamischer vorn wegläuft. Könnte Gold hinterherlaufen. Also das an dieser Stelle sehr, sehr spannend hier zu sehen. So, damit wären wir auch mit den Wunschmärkten für heute durch. Ich hoffe, es hat alles gepasst. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön äh, fürs Zuschauen am heutigen Montagmorgen. Start in die Woche, sehr, sehr interessant. Wir gucken noch mal ganz kurz hier äh, zum Abschluss noch auf den deutschen Leitindex, den DAX, was der macht. Der ist auch sehr dynamisch nach oben gelaufen hier. Nach dem Downgap, was wir hier gesehen haben, schön nach oben aufgekauft im DAX. Bleibt jetzt wirklich spannend. Ja, wir sehen es. Wir haben hier diese Zwischenhochs liegen der Abwärtstrend der hier nach unten gelaufen ist ist auch der kleine schon rausgenommen im Stundenchart wenn wir es jetzt schaffen dynamisch weiter hochzulaufen haben wir gute Karten erstmal hier Richtung 136 137 zu laufen ja, das ist interessant, möglicherweise ein Erholungsstart am Montag und vielleicht mit ein bisschen guten Zahlen, ein bisschen Rückenwind von Seiten Covid-19-Impfungen wirtschaftstechnisch könnte das Ganze entsprechend auch helfen. An dieser Stelle sage ich hier wie immer danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Erfolgreiches Trading und bis morgen früh um 8.30 Uhr zur nächsten Besprechung der besten Ideen für die Tage. Also, bis dahin. Tschüss.